Hört ihr es im Hintergrund rauschen? Wir sind heute wieder an einer Klamm. Der Wanderweg kreuzt die Klamm an einer kleinen Stelle. Wir versuchen heute trotzdem so viel wie möglich von der Klamm und dem Flusslauf für euch einzufangen. Ein einsames Boot ist gerade vorbeigefahren. Sah sehr entspannt aus. Ja, auf jeden Fall. Und hast du dich gleich nach unten gewünscht? Ja. Habe ich mir gedacht. Dort ist die Brücke, über die wir gerade gekommen sind. Und dort waren wir vorhin auf diesem sonnenbeschienenen Vorsprung. Könnt ihr erkennen, wie hier die kleinen Zuflüsse in Richtung der Klamm runterfließen und dann in den Bach führen? Ist wirklich ganz, ganz fein. Wir machen Rast. Mit Müsli-Keksen. Und schaut mal, wo wir Rast machen. Man denkt an einer anderen Welt, wenn man das sieht. Schau mal, wie klar da der Teich ist, in dem sich das Wasser dann sofort runterfließt. Richtig toll, aber es sieht auch sehr, sehr tief alles aus. Also wir wollen auf gar keinen Fall reinfallen, wie es überall da schön glitzert. Und was sich hier alles angepflanzt hat, so ganz, 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 ganz klein, schon Moose oder Farne, man kann es jetzt noch gar nicht sehen. Aber man erkennt hier schon zum Beispiel bei dem Kleinen, dass es aus winzigen Plättchen ausgebacken ist. Und wenn man dann noch mal ein Stück weiter geht, findet ihr nicht, dass der Stein aussieht wie Elefantenhaut? Ich schon. Das Lichtschattenspiel zu der Tageszeit im Wald ist richtig toll. Was sagst du? Supi! Und vor allem, wir sind eben halt losgefahren und am Parkplatz angekommen. Es ist 50 Lichtschutzfaktor aufgetragen, weil es ultra heiß war. Und hier angenehm. Also richtig angenehm. Bewachsene Baumstümpfe mit viel Moos und so kleinen Farnen. Finde ich super faszinierend. Wunderschön. Total ruhig und still hier. Und Julia hat sich den besten Spot ausgesucht. Hört mal, wie klar das Wasser ist. Aber selbst auf der Kamera sieht man die Steine und Kiesel am Boden. Ja, ich habe eben auch Fotos schon gemacht. Julia zeigt euch jetzt, wie kalt das Wasser ist. Ja, es ist bestimmt eisig. Oh, sehr erfrischend. Total kühl und klar.
Wir haben eine Stelle gefunden, an der wir ins Wasser kommen. Ja. Das heißt, hier enden wir jetzt unser Video. Und genießen noch ein bisschen die Gefühle. Ich hoffe, genau so wie ihr die Bilder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Abo nicht vergessen. Bis bald. Auf Wiedersehen.